So, jetzt sind wir. Ja, geht mit der Hitze ja noch gesagt. Oh. Mit dem Rotlichtmilieu sind wir jetzt nicht. Oh. Schöne Farbe. Das ist geil, Disco. Den gefällt das nicht. Wie? Gefällt euch das besser? Hi. Behindert? Grün. Ist das grün? Nee. Der mit dem G ist grün. Was? Da ist ein G drauf. Da drüber. Oh. Das ist blau. Das ist grün. Bist du sicher? Gib mir mal die Taschenlampe. Hätte gesagt, da ist ein fettes G drauf. Das ist grün. Bist du sicher? Ja, ah nee, Oh, warte mal. oh Nee, das Gott. ist grün. Oh Gott. Also bin ich auch. Okay, läuft ja bei mir heute. Ja. Hallo. Rot war auch toll, schreibt Manuela. Ja, fand ich auch. Oh. Alter! Hä? Ich habe Internet ausgeschaltet. Ich habe Internet ausgeschaltet. Hier ist Nick vom Team DSG. Ich bin gerade im Stimmbruch. Hallo, ihr Seelen. Hi, Schatz. Na, Ben. Sag Bescheid, wenn ich einschalten soll. Kannst einschalten. Bist du dir sicher? Ich weiß es nicht, ich bin Okay, ich auch. Wir gehen jetzt schlafen. genau. Danke, dass ihr da wart. Nein, was Scherz. So. Ein Futter habe ich, hier kann ich mich hier echt hier aufstützen. Super. Krieg ich Stütze. Ich krieg Stütze, genau. Hallihallo, Innen, Hallöle. Hallo, super. gute Laune Kanal. Hallo. Komisch, nur 70 Leute heute. Naja, vielleicht kommen ja noch welche. Mit Sicherheit. Und wenn nicht, wird es ruhig, ist doch schön. Lala. Lala. Hi, Daniel. Hallo Daniel. Das ist der ruhigste Raum, den ich kenne, Ja, ey. Ehrlich. ne? Und bei unten an der Treppe geht es richtig zur Sache. Sind wir hier im Flur, der wirklich gruselig ist? Ich schlafe mir die Füße ein. Ja. Hier trauen sie sich nicht richtig. Zumindest ruhig wird es dann. Ist das schön, eine ruhige Steffi ist nicht Runde. da, daran liegt's. Hä? Steffi ist nicht da. Stimmt.
Steffi Panda ist nicht da. Wuhu. Wenn ihr eine ernste PU sehen wollt, kommt zu lostplace.de. Da fahren auch Dinge von der Wand. Nein. Kira, wir sind mit Chris befreundet. Also. Wir sind mit Chris befreundet. Ich kann das ja mal erwähnen. No. Das ist kein Problem. Ich habe auch die Privatnummer von ihm. Ansonsten bitte rausschmeißen, Modis. Mit einem schönen Gruß von Nick. Entsorgen. Hab ich schon. Gut. Ah, ich war schneller. Genau, die sehen, sagen auch. Hi. Hier ist der Mike. Hier ist der Nick. Genau, wir tun hart arbeiten, genau. Das stimmt. Was hatten Sie denn gemacht, wenn ich Sie fragen darf? Hi, Joystick. Können Sie uns noch einiges sagen? Haus! Stimmt, wir sind hier hart am Arbeiten. Ja, das stimmt allerdings. Sie bestätigt das auch noch. Ja. Kann ich Ihren Namen wissen? Hatten Sie hier gewohnt in dem Haus vielleicht sogar? Masse. Masse? Was meint sie mit Masse? Was für eine Masse? Oder Lasse? Das haben wir nicht richtig verstanden. Was haben Sie nochmal gesagt? Ich habe Masse verstanden. Ja. Okay. Können Sie uns noch mehr erzählen? Kriege. Den wollen wir auch. Frieden ist immer gut. Absolut. Können wir Ihnen helfen? Katholisch. Danke für die ganzen Lobs. Dankeschön. Hast du das nicht geschrieben? Hä? Die anderen lohnen sich nicht. Ich habe nur gewartet, dass GSG wieder online kommt. Ja, geil, ey. Boah, Dankeschön. Dankeschön. Das ist dieser Typ, der gesagt hat, ich brauche das. Weißt du? Ja. Hallo, hier ist der Mike. Hier ist der Nick. Wie können wir Ihnen helfen? Schmerz. Schmerz?
Wo haben Sie denn Schmerzen? Hallo Schwesterchen. Können Sie eins der Geräte berühren? Wir können uns hören, ja? Das ist schön. Das ist gut. Hi, Bro. Mirk. Ja. Hi, Mirk. Ich glaube, die kriegen Angst, wa? Mhm. Irgendwas ist hier. Einzel. Ich dreh durch gerade. Ja. Ja, irgendwas ist hier, was die beunruhigt. Meinen Sie mein Haar oder ein anderes Haar? Ups. Na, Ben. Was ist denn mit meinen Haaren? Was sagst du nur, ihr Haar? Ein bisschen verlegt. Ich bin ein bisschen beunruhigt. Ja, ich bin freundlich. Vielleicht möchte er, dass du zum Friseur gehst, Mike. Endlich erkennt mal einer, dass ich freundlich bin. Das ist aber nett von der Seele. Absolut. Ich weiß zwar nicht, womit du das verdient hast, aber es ist echt nett. Komm, ich bin immer freundlich. Du bist immer freundlich. Gut, Ghostball funktioniert diesmal. Ja, komischerweise, ne? Nur die haben nie Bock, irgendwie da zu berühren. Ich werde mal... Mach ruhig. Ich werde mal bei euch das hier hinlegen. Dann könnt ihr nämlich. Ihr könnt die Taschenlampe dann die Energie davon nehmen. Oh ja, sehr echt. Was? Was mit echt? Was hat denn einer vorher geschrieben hier? Hä? Wie, wer hat Annika geschrieben? Hallo, hier ist der Mike. Hier ist der Nick. Können wir Ihnen helfen? Sehr schweigsam. Was ist denn das da? Brände! Brände, ja, hier hat's gebrannt. Das stimmt. Die ganze Straße hoch hat's hier gebrannt. Ich
Bestätigung. Hi, Panda. Im eigenen Haus, Gullideckel. Können wir dir denn helfen? Also, ich bin kein Verbrecher. Und Nick auch nicht. Ich weiß ja nicht, was er in seiner Freizeit macht, aber das geht mir auch nichts an. Dankeschön. Da überfall ich Banken. Echt? Ja. Und du bringst mir kein Geld mit? Nee, ich brauche das alles für mich. Verbrecher. Alter. Verbrecher. Ja. Ich und Verbrecher, das kränkt mich jetzt. Also, so hat mich eine Seele noch nie behandelt. Aber jetzt bin ich sauer. Also, jetzt bin ich traurig. Also. Traurig vor allen Dingen. Bestätige das nicht auch noch da hinten. Was? Verbrecher für immer? Alter, ey, der tut nur einen draufsetzen. So was habe ich noch nie, Alter. Furchtbar. Wie kein Verbrecher. Naja, ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Politiker sind Verbrecher, aber ich doch nicht. Ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Also, es tut ja auch noch. Also. Dankeschön. Jetzt kränkst du mich aber. Also dich in Erwig. Das geht mal, das Problem ist schon weg. Warum sieht man den Geist nicht? Manche können ihn sehen, manche nicht. Manche haben die Fähigkeiten und manche nicht. Also wenn man sich nicht dafür öffnet und das dritte Auge aktiviert, der kann auch solche Geister dann nicht sehen. Richtig. Weil dann ist man verschlossen vor dieser Welt. Also es gibt unsere Welt, die ihr kennt, und einmal die andere Welt. Und man hat die Fähigkeit, und man kann die Fähigkeit entwickeln, Seelen zu sehen. Also ich habe die Fähigkeit, ich spüre sie und nehme ihre Gefühle wahr. Nick hat die Fähigkeiten, er kann sie so sehen, wie sie gestorben sind. Aber nur, wenn er zulässt. Richtig. Also man kann sich auch davor verschließen, aber das ist halt ein Lernprozess. Richte ich aus, du sollst deine Omi grüßen. Hallo. Sag Panda. Omi, ich grüße dich. Ich grüße sie, Panda. Ist es im Jenseits anders als im Diesseits? Oh ja, ist es. Das Jenseits ist voller Liebe und Mitgefühl und Vergebung, was wir hier auf der Erde nicht kennen. Und die Farben sind auch intensiver und auch die Gerüche. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Hallo Heike, n'Abend. Hallo Heike. Nick, schreibt Monika. Was? Hallo Nick, schreibt dein Ümmelchen. Mike, wenn noch Gefängnis kommt, dann hast du deine Antwort. Ja, klar, Josie, das hättest du wohl gerne. Komm bestimmt nachher nochmal, Knast. Wo ist das Geisterhaus? Wir sagen keine Orte. Orte werden nicht genannt, weil es ist unser Privathaus hier. Hallo, hier ist der Mike. Hier ist der Nick. Was können wir für dich tun? Wir hören dir zu. Was ist schade? Das Gefängnis nicht kommt, oder was? Der klingt so wie der eine, der uns mal auf den Arm genommen hat. Ja, klingt auch. Was können wir denn tun? Was können wir für dich tun? Zeugen? Was meinst du denn mit Zeugen? Welche Zeugen? Welche Zeugen denn? Gab es hier Zeugen? Oh, ich lebe hier auch gefährlich, ne? Direkt an der Treppe. Mhm.
Jonas. Hallo, hallo Jonas. Hallo. Nett, dich kennenzulernen. Wir hören dir zu. Was möchtest du uns erzählen, lieber Jonas? Bezahlung, ne? Ja. Was ist denn mit deiner Bezahlung? Hä? Erzeugen? Hat sie bezahlt? Bande. Oder mit Bande. Okay. Was ist denn mit deiner Bande? Wo sehe ich da unten bei den komischen Schatten an der Treppe unten? Genau. Ich kann mich aber auch ehren. Aber da unten ist es dunkler als sonst. Kann mich auch einbilden. Keine Ahnung. Ewigkeit. Ewigkeit, ja. Ah, nee, da möchte ich noch nicht hin. Da bin ich noch zu jung, siehst du doch. Ja, ist dunkler. Nee, die Ewigkeit braucht mich noch nicht. Ich auch noch nicht. Da möchte ich auch noch nicht hin. Ach, dieser komische Fleck kommt da. Der Taschenlampe, der Puck, der da an der Wand sitzt. Ja. Wurden Sie verraten? Von wem denn, lieber Jonas? Erfüllen müssen. Was? Erfüllen müssen? Was möchten, was wollen Sie denn erfüllen? Jupp. Die ziehen, ey, die ziehen glatt weg Energie von der Taschenlampe. Siehst du das? Mit Schwäche. Bein. Hä? Bein? Erfüllen müssen? Bein? Was mein ist denn mit ihrem Bein? Grad, mein Bein tut gerade weh. Als ob einer voll reindrückt, aber mit voller Wucht. Okay, das ist jetzt schräg. Der Geist, also die Seele sagt Bein und nichts am Bein tut weh. Naja, der ist gerade bei Nick. Ich öffne mich mal jetzt komplett. Ui. Nehmen Aktionen. Also wenn gleich die Handykamera wackelt, dann ist das eine Seele. Also ich wackel nicht, also ich hab... Also ihr kennt mich, ich verarsche euch auch nicht. Aber wenn die immer Vibrationen sagen... Dichter Nebel. Wo sitzt ihr denn gerade? Welches Bein tut dir denn weh? Das linke. Das linke. Bei Nicke ist das linke Bein. Ein Dämon. Na. Oh. Sagt ein Dämon. Mhm. Das habe ich ja vorher dieses Stechen im Kopf gehabt. Ja, super, ein Dämon. Er ist weg. Au. Nee, das Bein nicht, Mieck. Auf keinen Fall das Bein. Kannst du schon irgendwann wieder denken. Ja, ja. Bei mir Schulter rechts, sagt Nicole. Im eigenen Haus. Geht's wieder? Ja. Muss. Ah, oh, mir tut der Nacken weh. Hallo, Krabalniki. Guten Abend. Oh. Hä? Du bewegst dich und da oben knackt es? Mhm. Im alten Haus leider. Im neuen werden wir so einen Scheiß auf mich nicht haben. Nee. Brauche ich gar nicht. Ich will damit Ruhe haben. Moin, moin.
Ja, sie hat gedacht, wir hätten, wären schon umgezogen, deswegen hat sie gefragt. Ja, ich kenne sie ja. Nick wird alt, schreibt mir. Ja, genau, wird alt. Uralt, wie Asbach. Dankeschön für die Geschenke. 98. Hey. Hallo, ist der Mike? Hier ist der Nick. Können wir dir irgendwie helfen? Unendlichkeit. Ach, er schon wieder. Unendlichkeit, okay, super. Hatte ich schon. 3 Monate reichen. Ja, das EMF wurde ausgelöst und einmal der Ghostball. Und die Taschenlampe wird schwächer. Ihre Familie. Ja, was mit unserer Familie? Decke. Decke? Wo war das schon gesagt? Decke. Decke. Decke? Decke. Ist ein Traum. Unsere Decke ist ein Traum, ja, das stimmt. So nass wie die manchmal oben am Boden ist, es wird definitiv ein Traum. Sorry, ich habe die Decke nicht gefilmt. Vielleicht passiert da wieder dasselbe wie gestern mit diesem Schatten, der über die Decke gehuscht ist. Decke! Unsere Decke ist ein Traum? Naja, Traum sieht anders aus. Gefühlt. Ein gefühlter Traum. Naja. Okay. Es gibt schönere Decken. Definitiv. Ein Traum nicht wirklich. Wenn ich mir das so angucke. Was findest du so Besonderes an die Decke? Wenn die Wesen mit Holz vertäfelt wären und so weiter. Dann wäre es ja schön, aber nicht so. Und mit Lampen an den Seiten, dann ist es schön. Experiment. Oh Gott, ich will auch noch ein Experiment mit uns machen. Nein. Welches? Er macht wahrscheinlich das mit den 28 Tagen. Stimmt. Ja, ist ein Experiment. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht werde ich ja irgendwann am letzten Tag tot umfallen oder so ein Scheiß. Irgendwann ist Flur gezogen, das reicht mir schon. Ja, irgendwie sowas. Alter, wird hier voll müde hier oben, ey. Und da habe ich mich besser gefühlt. Ich fühle mich sau scheiße. Ich auch teilweise, auch nur hier oben, ne? Ja, ich fühle mich richtig schlecht hier oben. Mission, Mission. Was müssen wir... Ah! Jetzt geht's los. Ich möchte nichts wissen. Das reicht mir schon. Jetzt geht's los. Kannst du das normal machen, ja? Dankeschön für die super Boxbewegung. Wenn du jetzt auch noch schaffst, das auf Rot umzuschlagen, anstatt nur Grün. Oder auf Orange. Oder auf Gelb. Oder den Ball daneben zu berühren. Dann bist du ein Held. Ansonsten bist du irgendwas. Na, Willen. Bleiben. Das ist schön, dass sie bleiben. Nee, er hat gesagt, weinen. Er will es zum Weinen bringen. Er will uns zum Weinen bringen, mit dem Geräusch oder was? Keine Ahnung. Okay, das ist jetzt wirklich dran. Naja, ich hab mir halt die gewünscht, ob das passiert oder gleich so passiert. Alter, ich krieg grad Herzstechen, ne? Und zwar extremes Herzstechen. Oh.
Wir machen noch ein paar Minuten, aber jetzt muss ich was machen. Kann ich deinen Namen wissen? War mein Freund. Wer war Ihr Freund? Darf ich Ihren Namen wissen? Ich möchte jetzt Ihren Namen wissen. Mein Name ist Nick. Neben mir ist der Mike. Wir sind vom Team GSG. Glänzend. Was glänzend, dass es uns nicht gut geht? Bist du der aus dem Wald? Das hat der nämlich auch im Wald gesagt. Und da ging die Post ab bei uns. Oder bist du ein ganz... Meine Ehre. Ihre Ehre. Meine Ehre. Naja, Ihre Ehre wird bei Geschichte sein. Ganz sicher. Dankeschön. Schulter. Schulter? Lass Nicole in Ruhe. Sie hat nämlich vorhin gesagt, sie hat Schulterschmerzen. Finger weg von der Familie, sonst bin ich am Finger. Und das wird ein bisschen anders ausgehen. Wer hinter? Wie steht ich hinter? Steht er hinter dir oder hinter mir? Ich weiß es nicht, ich habe immer noch Stechen im Herzen. Komisch. Jetzt vom Herzen weg, jetzt ist es auf der rechten Seite, als ob einer mit dem Messer zusticht. Jungs, denkt an eure Gesundheit. Dämon? Er ist ein Dämon. Ja, war auch gerade bestätigt auf dem Video. Scheiße. Ich würde dir raten zu verschwinden. Sonst sorge ich dafür, dass du verschwindest. Und zwar richtig verschwindest. Soll ich ein Gebet sprechen? Mhm. Wie müssen wir denn ja wieder loswerden? Will er nicht hier haben? Ich möchte deinen Namen wissen. Er ist schon wieder weg. Nein, er ist noch da. Nur auf dem. Was ist das denn gerade? Sehr nett. Nee, ein Schatten gerade über die Decke. Er ist noch da. Ich möchte gerne deinen Namen wissen. Wenn du da bist, berühr die Kiste bitte nochmal. Ja, den habe ich auch gesehen, aus dem Augenwinkel. Der Schatten. Er hat Vincent gesagt vorhin. Er heißt Vincent. Sagt Manuela. Okay. Hallo, mein Name ist Nick. Neben mir ist der Mike. Wie können wir Ihnen helfen? Lesen. 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 Ja, tue ich gerade. Dankeschön für das Abonnent. Dankeschön. Oh, du hast jetzt 5 Abonnenten wieder. Cool, dankeschön. Oi. Ich bin über das Abonnent? Ja, wir auch. Wie können wir dir helfen? Und danach habe ich noch eine Frage. Er ist noch da. Mhm. Darf ich Ihren Namen wissen? Mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike, wir sind vom Team GSG, wie ist Ihr Name? Ich wiederhole mich ungern. Auto. Auto, ja, ich habe ein Auto. Oder heißt, du mit Hausnamen Auto? Würde mich aber wundern. Und ich wollte dich mal fragen, kennst du Vincent?
Schaffst du nochmal die Kiste zu berühren? Das ist schon Nick. So böse. So böse? Du bist gerade böse zu ihm. Ich bin nicht böse. Nur direkt. Darf ich Ihren Namen wissen? Explosion. Welche Explosion? Ich frage, welche Explosion? Dieser Vincent wird von ihm zurückgehalten. Wirst du vom Vincent zurückgehalten? Also Manuela sagte, Vincent ist böse. Ja. Was ist Lea? Was meinst du mit Lea? Also uns beiden geht's ganz gut. Jenny auch. Die ist bei ihrer Mutter. Also geht's dir nicht gut. Silvi fragt, Nick, geht es dir gut? Geht. Mhm. 60. Mhm. 60. 1960, die Explosion. Bist du dabei umgekommen? Aha. Darf ich Ihren Namen wissen? Ja, wir haben ein Kind, aber das spielt keine Rolle. Nee, jetzt habe ich was anderes gesagt. Was? Das H-Wort. H-U-N-D. Hand? Hund. Hund? H-U-N-D, habe ich gesagt. Nicht Hand, Hund. Tut mir leid, ich habe gerade voll die Kopfschmerzen noch. Ich glaube, wir können nicht mehr lange machen, ne? Doch, wir machen weiter. Schatz, alles in Ordnung bei dir? Ihr geht's gerade gar nicht gut. Sie kann nichts mehr sehen. Auf einmal. Wie? Nichts mehr sehen? Sie hat höllische Kopfschmerzen und sieht alles verschwommen. Sie soll sich auf was Schönes konzentrieren gerade. Ja. Sag mir das bitte, weil sie empfängt jetzt das, was ich fühle. Melanie schreibt. Wenn du schon einen Satz anfängst, dann beende ihn auch. Richtig, ich möchte deinen Namen wissen jetzt. Wie ist dein Name? Geh bitte ein paar Minuten raus, mein Schatz. Und trink was. Vielleicht kriege ich sie runter jetzt, wenn ich kurz runtergehe. Dankeschön.
Vater unser. Katzen sind wieder ruhig. Dankeschön. Wir benutzen das Ghost Radio. Das ist absichtlich, die Sonder von Energie ziehen, das habe ich denen auch erlaubt. Ist ja absichtlich. Nee, das habe ich auf die Taschenlampe hingelegt. Und hab's gehört. Nein, euch kann nichts passieren. Nein. Also mir geht's gerade wieder gut. Wir wissen schon, was wir tun. Haben wir alles da zu Hause? Ja. Genau. Kann man, muss man aber nicht. Was? Ich habe nur kurz den Vater unser gebetet. Und wer ist wieder weg? Also die anderen haben nur danach. Erst war der Ton weg, wo ich den Vater unser gebetet habe. Ja. Und dann, wo der Ton wieder da war, haben sie nur kurz einen Schnaufen. Das wäre ganz einer ganz nah am Handy gewesen. Da war ich hier gesessen. Helle. Mehrmals als einmal. Du bist ja da, ne? Hallo, hier ist der Mike. Hier ist der Nick. Können wir dir helfen? Hey, Jenny. Oh, da ist gerade ein Ort durchgeflogen. Blättern. In Büchern. Blättern tue ich nur in Büchern. Oder auf besondere Seiten. Da kann man auch gut blättern. Besondere Seiten. Ist doch so, oder nicht? Ja, stimmt. Da kann man auch blättern. Kommt immer auf die Seite an. Richtig. Oder nur ehrlich. Explosionen. Explosionen, ja, da haben wir eine Menge gefunden. Ja, habe ich gerade im Kopf gehabt. Das Licht ist blau. Ah, bleibt blau, toll. Oh, richtig singen, blau, 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 blüht der Enzian. Kann nicht bleiben. Sie können nicht bleiben, das tut. Das ist schade, das tut uns leid. Ja. Aber wir wollen sie auch nicht aufhalten, also Reisende soll man nicht aufhalten. Ah. Schon ist es wieder grün. Dürfen wir denn den Namen wissen? Also mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike, wie heißen Sie denn? Oh,
31. Schöner Name. 31 ist ein sehr schöner Name. Naja, vielleicht will er auch sagen, dass er 31 Jahre alt ist. Naja, was kann ja auch theoretisch sein Name sein? Sein Vor- und sein Nachname. 3 und dann Ei 1. Ja. Herr 3. Vielleicht sagt er 31 im Telefonbuch. Herr 31. Auf Seite 31. Oh, hier sind so viele Schatten, ey. Tja, so einfach ist es nicht, Melania, jemanden ins Licht zu schicken. Wenn er nicht will, kann man einen nicht einfach so ins Licht schicken. Gebäude. Ja, du bist ja in einem Gebäude. Das stimmt, wir sind in einem Gebäude. Kann auch sein, oder war nur eine Nummer. Okay, war nur eine Nummer. Jüdische Abstammung? Mein Fluch. Ihr Fluch? Was ist denn Ihr Fluch? Hat sie jemand verflucht? Das tut mir leid. Ihr Haus? Nein, das ist jetzt unser Haus. Das gehört uns leider, tut mir leid. Wir sind hier eingezogen. Aber wir können einen Kompromiss schließen. Sie bleiben auf Ihrer Seite, belästigen uns nicht und wir bleiben auf unserer Seite und belästigen Sie nicht. Genau. Ansonsten müssen wir leider die ganze Zeit weitermachen. Ja. Danke für die Münze. Dankeschön. Ach, wir sind schon so oft verflucht worden, ey. Langsam langweilig. Mhm. Flüche kann man wieder zurückschicken. Sehen, wie sie dort. Sehen, wie sie dort? Hä? Wen sehen Sie denn dort? Tausende? Warte, mit Tausende? Explosionen? Oder sehen? Nein, Explosion war das Feuer. Wie Tausende? Vielleicht sind bei einer gestorben Explosion sind? Tausende gestorben. Oh. Bei welcher Explosion? Alt. Jetzt müssen Sie nicht persönlich werden. Bestätigung? Mirk, das ist wieder dein Part. Jetzt kannst du wieder mitmachen, mich fertig zu machen. Naja, manchmal benimmt er sich wie ein 14-Jähriger. Also. Ja, jetzt bin ich gerade beleidigt wie ein 14-Jähriger. Ja, ist von Nick, seiner Tochter, das Bild. Genau. Ist ein schönes Bild. Ich? Schreib Mirek. Ja, du, Mirek. Jetzt tu nicht unschuldig. Glaub ich dir nicht. Ich sehe schon, wie er hinter seinem Handy hockt und am Grinsen ist. Ja, natürlich. Ja. Wurde das schon mal bewegt? Nein. Ob sich was bewegt hat? Das Bild? Nee. Nick, ich will brav sein. Wenn ich dir das nur glauben könnte, dann wäre ich ja echt stolz auf dich. Ja, ne? Also das Bild ist von Nick und Jenny, ihre Tochter. Da war so ungefähr 2, ne? Ja. Also bewegt hat sich das noch nie? Nein. Okay, wenn es jetzt einmal um die eigene Achse sich drehen würde. Das würde nicht funktionieren, weil da ist die Wand dazwischen, die Decke.
Stimmt. Und das würde hin und her wackeln. Ja. Birk schreibt, naja, nur heute. Ja. Okay, ich glaub's dir. Ausnahmsweise, weil heute Dienstag ist. Nee, Mittwoch. Wann ist Mittwoch? Oder Donnerstag? Nee, Mittwoch. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ach, über ein Jahr war sie alt. Ach so, jung, meine ich. Hat Jenny gerade gesagt? Ja. Probiere mein Bestes. Gut. Schreib da zu Annika. Was? Schreib da gerade zu Annika, warte. Hä? Lügen ist nicht so deins, oder? Schreibt Annika. Gebe mein Bestes. Oder probiere mein Bestes. Ja. Hey, hallo Kathi. Mehr als probieren kann er sowieso nicht. Nur eins. Okay, ich habe auch nur eins. Achtung. Hi, mein Name ist Nick. Neben mir ist der Mike. Wie können wir Ihnen helfen? Reich, ja, danke, das stimmt. Woher wissen Sie das? War ein Scherz. Nee, ist eine Frau. Ist nicht Vincent. Das ist Vincent seine Frau. Vincent seine Frau, genau. Aber wenn sie schon mit Reich ankommt. Reich wäre ich gerne, ja. Also, erzähl ich später, Kathi. Danke, Entschuldigung, wir werden reich. 20! Siehst du? Du wolltest so. 20 Millionen kriegen wir. Klasse. Oder 20.000? 20 Euro. 20 Euro? Oder 20 Cent. 20 Cent, ja. Das hören wir auf, sich da zu beleidigen. Das finde ich gleich nur witzig, dass die Treppe hier runter. Ja, Entschuldigung, war doch nicht beabsichtigt. Was hassen Sie denn? Meine dummen Sprüche. Dumme Menschen? Oder die hasse ich auch. Was hassen Sie denn? Vielleicht sagt sie mich und dann schmeißt du mir die Treppe runter. Das wäre auch lustig. Und dann sehe ich, wir fliegen beide die Treppe runter. Ja, du bist ja da vorne, du kannst ja schnell die Treppe runterfliegen. Naja, vielleicht packst du mich auch, schmeißt mich auch rüber. Wie ist denn Ihr Name? Was? Schrie. Wer schrie? Wand. Hä? Wand? Die Wand schrie? Nein. Unterlassen Sie. Oh, Sie wissen, was ich vorhabe. Super. Nee, kann ich, glaube ich, da nicht unterlassen. Ich weiß, welche Wand du meinst. Da wurde eben wertlos. Jemand? Nee, ne? Ist Nick an der richtigen Wand? Danke für die Bestätigung. Was ist mit der Apokalypse?
Naja, würden wir gerne, wenn. Dann müsste das Haus uns gehören. Aber wir haben es ja nur auf Miete. Wird der Vermieter nicht so lustig finden, wenn ich da. Wir haben aber ein Gerät, womit wir das machen können. Von der Arbeit. Da kannst du ohne Wand aufzubrechen, Videoaufnahmen machen, die durch die Wand durchgehen. Krass. Kann ich mal versuchen zu kriegen. Jessica sagte, man kann nicht einfach eine Wand einreißen. Loch bohren. No. Ja, wir, manche haben da Sorgen. Sie auch? Was hilft? Das hilft. Was meinst du damit? Ich schon wieder. Kommt bestimmt wieder. Guten Abend. Hallo Kollege. Dankeschön. Was? Gut, das ist der eine, ist der Rahmen. Hm? Aber das ganz Schwarze stört mich da. Welches ganz Schwarze? Okay, das ist auch dein Knie. Bitte. Ja, das eine ist mein Knie. Wenn ich das bewege, ist da. Von denen bin ich nicht, aber jeder von denen da oben, das bin ich nicht. Bist du sicher? Ganz sicher. Hallo, mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike, wie können wir Ihnen helfen? Das ist deine Hand. Der eine. Das ja. Und der andere mit dem Handy auch. Wie ich mir dein Handy? Ja, das bin ich jetzt. Aber das an den Türrahmen eben. Ja. Das war komisch. Ich zeig's dir nachher. Mhm. Jan! Danke, das ist schön. Ja, ihr seid reich, willst du Milliarden? Das stimmt doch überhaupt nicht. Vögel. Milliarden Vögel. Milliarden Vögel, da will mir Sorgen machen. So. Was meinen Sie mit Milliarden Vögel? Möchten Sie mir noch was sagen? Ich höre Ihnen zu. Zu arbeiten. Okay. Ja, wir arbeiten gerade auch hier. Zwischen. Was ist mit zwischen? Ist nicht mein Schatten, ist von Nick. Ausgestoßenen. Also, der Schatten ist im Video zu sehen. Hm? Da
Dein Schatten ist im Video zu sehen. Mein Schatten? Ja, das bin ich ja. Ja. Ist ja nur ein bisschen da, ne? So, besser. Welcher Tunnel? Oder willst du auf die andere Seite? Da gibt es einen Tunnel. Wo sind sie denn gerade? Können Sie mir sagen, wo Sie gerade sind? Oder eins der Geräte hier auslösen? Warum soll ich Sie befreien? Da muss ich einen Grund wissen. Ich kann Sie nicht einfach so befreien. Ich weiß nicht, ob Sie gut oder böse sind. Wärme. Der will auf die andere Seite. Er spürt die Wärme. Was haben Sie bedauert? Ihr Seelen, welche ich nicht befreien soll. Aktiviert bitte die Truhe oder eins der anderen Gegenstände. Dann gib mir ein Zeichen. Oh ja, das stimmt. Hä? Lies nur mal den Kontext. Stimmt auch wieder, Panda. Ist doch egal, welches Licht er hat. Vielleicht sollen wir auch mal ein anderes Lichtfarbe haben. Warte mal, ich hab da eine tolle Idee. Was denn, willst du jetzt alle fahren? Geh so mal. Ihr könnt euch deine Farben aussuchen. Das ist auch so, Mann. Oder so. Das ist schön. Alter! Das ist richtig schön. Oder so, oder so, oder so, oder so, oder so. Alter! Oder so. Ey, warte mal, das vorige, dieses komische Lila, das da, lass das mal. Okay. Das ist interessant. Du musst mal sehen, die Türen haben jetzt eine ganz andere Farbe als die Dinge. Das sieht richtig krass aus. Ja. Und Gute Laune Katzenkanal sagt, ich bin blind. Und Mirk sagt, Nick, stopp. Yeah, Disco, schreibt Jessica. Ich bin doch nur das Beste, Mann. Ja, ich, was? Ich? Was ist mit uns? Seien Sie doch nicht so unfreundlich. Wir haben uns ja noch nicht mal vorgestellt, also ich bin Nick. Und das ist der Mike. Wie heißt denn Ihr Name?
Silvi schreibt, ich bekomme gleich ein... Hä? Okay, das ist neu. Nee, mach das andere Licht, weil die eine schreibt, die kriegt gleich einen epileptischen Anfall. Soll es wieder grün machen? Nee, grün. Ja, so ist besser. Das ist aber neu gewesen. Der hat ein anderes Licht ausgeschaltet. Der mochte die Farbe nicht. Normalerweise geht das Licht nicht aus. Ja. Boah, ja. Alter, ist das eine Stimme. Ich bin... Grüße zurück aus Niedersachsen. Habt ihr gerade ausgemacht? Nein, haben wir nicht. Er hat nur gesagt, sie? Und dann zack, hat er das Licht ausgemacht. Und das lacht, das habe ich gesehen. Wow. Das war ihm zu hell. Wahnsinn. Böse. Was hat er gesagt? Verschwörung. Verschwörung. Alter. Fähre? Welche Fähre? Es gibt nur eine Fähre, oben, wo der große See da ist. Ja, aber das ist eigentlich mehr so ein Touristen-Imitationsboot. Okay, aber es ist eine Fähre. Ja. Oder was die Fähre im Jenseits? Unten auf den Sticks, dieses Seelenfluss. Mein Pferd! Ihr Pferd, sie hat ein Pferd, super, das ist schön. Und das ist auch der Fähre gewesen, ja? Aus welchem? Eine Frage habe ich. Aus welchem Jahr kommt? Was? Nacht. Ja, wir wissen, dass es Nacht ist. Noch dunkler geht's ja nicht. Nee, ich will nur wissen, aus welchem Jahr Sie sind. Können Sie mir das sagen? Wenn Sie schon Pferd sagen und Fähre, habe ich so eine Vermutung. 15. 16. Ja, wir sind gleichberechtigt, aber ich will jetzt wissen, aus welchem Jahr sie sind. Werde ich jetzt gerade irgendwie wie du? Mhm. Ich mag den Kerl nicht. Ich mag den Kerl nicht. Ich auch nicht. Wie ist denn Ihr Name? Also mein Name ist Nick. Nimm mir jetzt der Mike. Wie ist Ihr Name? Da kommt der irgendwie mit Graf sowas oder was? Ich weiß, dass Sie noch da sind. Wie ist Ihr Name? Hallo? Der kommt noch was austreiben. Ja, könnte sein. Nee, der hier steht das austreiben. Was wollen Sie denn austreiben? Uns? Sind Sie ein Hexenjäger? Ich hab so ein dummes Gefühl. So ein Hexenjäger direkt aus dem Vatikan-Verschnitt oder so. Austreiben, was haben die immer die Hexenjäger gesagt? Ja. Warum mag ich den Kerl gerade nicht? Er ist noch da. Mhm. Und er hört mir zu. Mhm. Wollen Sie uns austreiben? Denken Sie, wir sind Hexer? Ich sag, hey, weiter, wir sind Hexer und dann hat er das Ding ausgemacht. Und vorher war er die Lampe ausgemacht. Alter, wie war schräg war der denn drauf? Und immer schon wieder ein Schatten. Du willst mich heute ärgern, oder? Ja, Mann, ich will dich jetzt ärgern. Alter, was hat ein Fixerling? Lass mich doch nicht hier vertreiben, ey. Der kann mich mal kreuzweise. Ja, der mir warum, weil ich geschrieben habe, ob er meinte, wir sind Hexen hier. Oder Hexenmeister, und das hat ausgemacht. Super, die anderen sind alle aus dem Live geflogen. Mhm. Bei einigen ist der Ton weg. Echt? Was war das für ein Typ? Was ist jetzt los? Dann macht er mal eben Feierabend. Der war im Wald doch auch. Habt ihr den mitgenommen? Super. Bin auch eine Hexe. Ja, der mag keine Hexen. Oder welche, die Fähigkeiten haben. Die vom Vatikan jagen die sowieso. Der hat Macht. Oh ja, das habe ich gerade gespürt. Ich mochte den nicht. Ich mochte den ganz und gar nicht. Oh. Hallo, mein Name ist
der liebe Nick. Nee, und hier ist der böse Mike. Und hier ist der liebe Mike, der ist auch da. Können wir ihm irgendwie bei irgendwas helfen? Und wenn es wieder der Hexenjäger ist, der kann sich gleich verziehen. Ich versuche gerade nett und sympathisch zu wirken. Jetzt lass mir bitte meine Show. Welche Show? Meine Show jetzt. Wache? Okay, wir wachen. Ja, ich wache bei einer Wache. Ich wache bei einer Wache. Ich arbeite bei einer Wache, meinte ich. Sind EMF? Okay, die Mutter ist immer sich drum. Wache. Was meinst du damit? Das meinte mit Wache. Oha, ja, aus der Ola hast. Nee, weißt du, was er gesagt hat? Opa. Mir, schreib nicht das, was du gerne schreiben möchtest jetzt. Versuch dich mal, deine Spielregeln zu halten und sei nett. Das ist nicht für die Opa gesagt. Das war doch nie dein. Ey, ernsthaft? Opa, ich bin jetzt mal nett. Und dann kommt sowas bei raus. Und alle wundern sich, warum ich immer böse bin. Oh, so lange? Ja, so lange. Das ist lustig. Ich bin schon lange Opa, genau. 28. Also er ist doch ziemlich jung. Schön für ihn. Opa. Ja. Nick, brav sein. Das hab ich. Ich bin immer brav, Nick. Oh. Gut. Kann nicht bleiben. Okay. Nee, kann ich auch nicht. Kann auch sein. Was? Das ist die Lottozahl war mit 28. Opa, 28 Lottozahlen oder was? Oh Mann. Möchten Sie uns noch was sagen, bevor Sie gehen? Bevor Sie gehen? Ja, er sagte, er kann nicht lange bleiben, hat er doch gesagt. Toll, der kann auch nicht lange bleiben, aber ja. Also das sind meine Füße jetzt, das ist nichts Dämonisches. 26. Super, 28, 26. Zusatzzahl 32. Ja, danke. Und die Bestätigung. Ja, werde ich das morgen mal ausfüllen, Lotterieschein. Das ist mein erster Lotterieschein, leider. Ich gehe jetzt immer mit der Ghostbox. Wo sind die anderen 5 Zahlen? Die suche ich mir morgen raus noch. Nee, du brauchst 4 Zahlen noch. Nee. Nee, 5. 5 plus Zusatzzahl, 6. Nee, du brauchst 6 aus 49. Ja. Plus Zusatzzahl, du brauchst ja 6 Zahlen. Ein Paradies. Ein Paradies. Ja, okay. Da möchte ich gerne mal hin, ins Paradies. Ja, jeden Abend. Mein Tee. Was? Hat eine Frau, ob wir was getrunken haben. Ja, jeden Abend. Ein Tee, ja. Mein Tee, ja. Mit Vitamin D. Also nicht wir haben einen am Tee, sondern... Tee. Also ich trinke immer... Brillant. Brillant, ja genau. Das stimmt. Ich trinke immer Ingwer mit Kurkuma und Vitamin D. Ich weiß ja nicht, ob du das lustig findest. Also, wenn es dir nicht gefällt, kannst du gerne aus dem Live gehen. Also, ich habe keine Probleme. Tut mir einen Gefallen, entsorgen. Kümmert dich einer mal um Roter Corsab? Roter Corsab, was für eine Scheißkarre. Und was für eine Scheißfarbe. Ja, wenn du nicht lachen kannst, ich kann lachen. 70. 70.
Ah, dieser rote Corsab ist 70, ja, das wusste ich nicht. Ich auch nicht, da kann er nichts für wahrscheinlich, außer es ist okay. Die Farbe rot. Was für... Wie nennt der eine immer Trolle? Ja. Naja, das kann man nicht auf Kommando, eine Seele zeigt sich nicht einfach so. Ich kann schlecht die Seele bezahlen, dass sie erscheint. Geld wollen die nicht. Ja, siehst du, da kriegst du schon die Bestätigung. Geil. Tage. Ah, in den nächsten Tagen, okay. Also musst du warten, in den nächsten Tagen erscheint er. Genau. Habe ich recht? Mach das nochmal bitte. Mit der Truhe, bitte. Oder mit dem EMF, oder mit dem K2, oder mit dem Ghostball. Oder du lässt die Lampe hier nochmal auslaufen. Ja, ist doch wahr, oder nicht? Aber merkt ihr was? Dass hier eine Seele definitiv hier ist, beobachtet mal hier vorne die Taschenlampe hier. Seht ihr, es wird immer weniger. Ja, ich denke mal, die Seele. Oh. Ja. Das ist eine Seele da. Samstag-Lotto, ja. Nächstes Mal können wir Ghost-Lotto spielen. Ey. Hier sind die Lottozahlen. Ein Geist. Sagt eben die Lottozahlen jetzt. Stell dir vor, 6 Zahlen und eine Zusatzzahl hintereinander. Und dann statt einem roten Corsa lieber einen blauen Golf. Ja. Ja, kostet viel Energie. Und ich habe denen ja gesagt, dass sie die Taschenlampe ziehen sollen. Machen sie auch. Dafür sind sie uns ja auch dankbar. Oder? Ja, jetzt könnt ihr ja mal wenigstens bestätigen. Mich nie so hängen lassen. Was? Das Armeichhörnchen sitzt gleich im Dunkeln? Schreit. Das ist geil. Traut sich nicht, hat keine Angst im Dunkeln. Genau. Was kann einem Geist auch Schaden zufügen? Ja. Naja, wenn er extrem wütend ist, ja. Also wenn man ihn wirklich provoziert, und das tun wir ja nicht. Tun wieder weg. Wenn er sich provoziert fühlt und irgendwie eingeengt, dann macht er auch was. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Aber er macht was. Die Sprüche werden immer verschärfter. Naja, wir geben uns Mühe. Uns fällt immer was anderes ein. Ja, das ist unser Problem. Ja. Das wäre nice, wenn einer wirklich die Zahlen aufschreibt, Lotto spielt und dann auch gewinnt. Ey, da kriege ich auch was davon ab, ey. Ehrlich, ihr solltet die Zahlen vielleicht mal aufschreiben und es ausprobieren. Ja. Hallo, mein Name ist Nick, neben mir ist der Maren. Hallo Maren. Hallo Maren. Das ist aber nett, dass wir mal einen Namen kriegen nach so langer Zeit. Okay, vorhin haben wir auch schon. Maren als... Warum? Ich kenne alle Maren. Als Typ. Es ist ein Kind. Vielleicht ist er Ukrainer oder Rumäne. Da drüben heißt es wirklich, welche männlichen Maren. Ernsthaft? Okay. Oder er ist mit Hausnamen Maren. Familie Maren. Wie können wir ihm helfen? Nicht zu kennen. Okay, ich bin der Mike. Das ist der Nick. Genau. Von Team GSG, also Ghost Shed of Germany. Wir sind Paranormalermittler und wollen dir helfen. Und wir haben Fähigkeiten. Naja, das solltest du nicht unbedingt erwähnen. Das merkt er sowieso. Hat der wirklich gerade Maren gesagt? Ja? Vielleicht ein männlicher Maren. Ein männlicher Maren. Hallo Frau. Ja, vielleicht heißt er auch Marvin. Vielleicht haben wir gar nicht richtig zugehört. Heißt du Marvin? Dann will ich die Treppe runterschmissen. Michael zieht Energie von. Wir haben hier Strom. Schwarze Haare. Ich habe keine schwarzen Haare. Ich aber. Stimmt, er hat welche. Oder Marek. Kann auch sein. Aua, ich kriege... Löcher. Ja, Tauzi hat eine Menge Löcher, also... Definitiv. Ja, definitiv.
Mehr Löcher als ein Flieger ist. Warum nicht, Vanessa? Wir nehmen auch Gäste mit. Ja, jetzt konzentriere ich mich mal wieder. Ich kriege jetzt auf der anderen Seite Kopfschmerzen. Hier, auf der anderen Seite. Hier. Na toll. Ein Stechen, was da, ja, so ein Pickel da oben reinstecken. Ja, aber er verarscht uns gerade. Wie ist dein Name? Oh, nee, jetzt noch eine grüne Lampe, aber wie ist der Name? Ihr echter Name. Kein Mann. Vielleicht heißt der Erwin. Oder Rüdiger. Wenn er dann noch Mareike sagt, dann muss ich loslachen. Dann heißt ich ab heute Nicola. Hallo Nicola. Hallo. Wie ist dein Name? Bitte. Wir sind doch höflich. Ermordet. Sie wurden ermordet. Von wem? Mit 48, okay. Wenn das stimmt, mach mal bitte die Truhe an. Komm, das schaffst du. Ihr habt ja schließlich genug Energie gezogen hier an der Taschenlampe. Die fängt nicht weiter aus. Die geht drei aus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Feige war aber noch. Der war nicht ehrlich. Der uns hat vorgespielt. Die nächste Lottozahl. Ja, alle aufschreiben. Alle Zahlen aufschreiben und dann mal testen. Mal sehen, was passiert. Eine halbe Stunde machen wir noch. Bis 10 vor. Oder? Oder kannst du nicht mehr? Was? Oder kannst du nicht mehr? Doch, ist ja ganz nett hier. Mir geht's soweit gut. Wie geht es soweit? So anstrengend heute. Hallo, hier ist der Mike. Und unten ist der Nick. Was kann ich für dich tun? Dreißig. Wieder eine Zahl. Kann ich deinen Namen wissen? Ich habe Herrn Main auch genannt. Genau, Josie. Tschüss, Pia. Bis morgen. Wie ist dein Name? Meine Heimat. Der Harz. Okay. Aber darf ich deinen Namen wissen? Was kann ich für dich tun? Wie ist dein Name? Gute Frage. Oh ja, das ist er.
Okay, Bernd. Was kann ich für dich tun? Minuten. Was machst du? Warte mal. 22 Minuten? Der hat die Uhrzeit genannt. Klagte mich. Okay. Der Glatter hat die Uhrzeit gesagt. 22.22 Uhr. Heftig. Wir haben vorhin 22.22 Uhr. Da hat er gesagt 22. Danach Minuten. Ja. Na, er ist wieder weg. Schade. Das war ja schräg. Dankeschön. Oh ja. Dankeschön. Nick? Die Seele hat gerade die Minutenzahl exakt gesagt. Der hat gerade die Minutenzahl, der hat 22 gesagt, danach Minuten. Und das war genau 22.22 Uhr. Ja, klasse. Jo. Das ist doch super. Auf dem Handy haben wir eine Uhr, haben wir. Aber irgendwas stimmt nicht hier oben. Nee, hier stimmt doch irgendwas nicht. Es wird immer heftiger. Hallo, hier ist der Mike. Und der die Treppe da hochlatscht, ist der Nick. Fragen. Was soll ich dich denn fragen? Ah. Oh, es wird vielleicht heftig. Oha. Können wir Ihnen was vor, was ausprobieren? Du setzt dich gleich. Wenn das aussieht, setzt du dich da hin. Mach jetzt eben Platz. Mhm. Ja, ist cool. Genau. Ja, stimmt. So, nach dieser Seele mache ich erstmal das Ghost Radio aus. Ich komme dann gleich wieder. No. Was? Sie fühlen. Ja, das stimmt. Nick wird gleich was fühlen. Definitiv. Also die Seele ist gruselig. Das sagt exakt, was wir gerade machen. Und mit dem Licht. Wie meinen Sie? Was hatte ich für eine dumme Vermutung, habe? Die gleiche, die ich damals hatte, als ich Nasenbluten gekriegt habe. Ja, und hier die Wand. Das ist ein Portal. Ja. Wir haben unabsichtlich ein Portal hier entstehen lassen. Haben die auch. Er hat das Ghost Radio gehört, geholt. Ja. Okay, du kannst jetzt anfangen. Soll ich exakte Fragen stellen? Ich mach noch eine Seele für die. Okay. Ich brauche den Moment. Dauert noch ein bisschen.
Nee. Uh. Nick, dein Outfit ist cool. Schreibt er. Danke. Das war Miss Hamburg. Dankeschön, Miss Hamburg. Also Nick wird gleich das Ghost Radio nehmen, Kopfhörer aufsetzen und ich werde exakte Fragen stellen. Entweder platzt mir jetzt der Kopf, weil viele auch im Team gesagt haben, ich soll es lassen. Aber es gibt Momente, wo man es nicht mehr lassen kann. Sunny, EVPs, Electronic Voice Phänomen, also Aufnahme einer Geisterstimme über einen Rekorder. Na, Nick wird nur einmal machen, er ist ja hier im Haus und nicht im Wald. Spontan, eine halbe Stunde oder so noch? Bis 23 Uhr, also bis 11 Uhr. Ich werde, also wenn er es macht, werde ich nicht, also wenn Nick die Kopfhörer aufhört, werde ich nicht auf den Chat achten. Ich werde mich exakt auf Nick konzentrieren. Ah, cool. Wir haben drei. Wir werden darauf achten. Hm? Also ihr achtet dann auf den Chat und ich achte auf Nick. Wir sind ein gutes Team. Das hoffe ich auch. Gute Laune Katzenkanal. Hm. Okay, die letzte Seele für heute. Hi, hier ist der Mike und hier ist der Nick. Was kann ich für dich tun? Ich höre dir zu. Kann ich dir helfen? Und ich meine es ernst. Hart arbeiten. Ja, das tun wir. Sieht man ja hier, ne? Ach, bist du nicht der von letztem Mal? Der, wo du sagtest, dass es hier gebrannt hat. Kannst du mir noch was dazu sagen? Was ist denn mit Ihre? Das ist mir noch zu ungenau. Bei ihrer Mutter. Sie nicht hier um mir. Was meinen Sie? Könnte mir nicht in einem Satz sagen, was Sie von mir möchten? Mit dir. Die Brücke. Welche Brücke?
Hast du die Brücke? Hä? Waren Sie ein Arbeiter? Ein Brückenbauer? Mein Kind. Was ist mit Ihrem Kind? Ich hab nur Respekt. Oder hatte Ihr Kind Angst auf der Brücke? Apparate. Hier sind jede Menge Apparate, das stimmt. Können Sie einige der Apparate berühren? Können Sie das? Zum Beispiel die kleine braune Truhe hier vorne, der kleine orangene Ball. Oder die anderen beiden Geräte an den Türen. Sie können gerne dazu die Energie. 29. Bernd, jetzt hast du die Zusatzzahl. Okay. So, der letzte. Hallo, hier ist der Mike. Mein Name ist der Nick. Kann ich dir helfen? Wurde getötet. Von wem wurden Sie getötet? Was über? Können Sie mir noch mehr erzählen? Wer ist dein Mörder? Oder weißt du das nicht? Vielleicht kann ich dir ja helfen. Ich fühle. Oh.
Er ist hier? Nee, er fiel. Das tut mir leid, dass ich fiel. Ich weiß, was ist auf den Kopf über. Ich fiel. Dann hat sie jemand geschubst. Wir sind grausam. Oh, Kampf. War im Kampf. Okay. Also wurden sie im Kampf getötet. Zweiter Weltkrieg? Das ist schräg. Riesig, gruselig. Welches Jahr? Ja, wir sind Gläubige. Ich habe nämlich hier so was. Das war das nicht, das kam von oben. Krass. Welches Jahr? Das Geschampfe war harmlos. Okay. Was ist denn im Norden? So, wir fangen jetzt an. Ich werde mich auch vor die Kamera setzen, da ich den Chat nicht mitbekomme. Also diejenigen, die Fragen haben an mich, bitte später stellen danach. Nachbarn, nette Nachbarn. So, ja, wer wohnt hinter euch? Der Nachbarn, ja. Ja. Also Nick wird jetzt das Ghost Radio einschalten und ich werde ihn Fragen stellen und dass ich nicht abgelenkt werde, werde ich mich vor die Kamera setzen. Also ihr werdet nur meinen Rücken sehen. Und ich werde Nick ein paar Fragen stellen. Sag Bescheid, wenn du anfängst. Mhm. Wird sich jetzt auch die Augen verbinden? Dass er sich nur auf die Kopfhörer konzentriert, also auf sein Radio. Kannst anfangen. Wie ist dein Name? Wer bist du? Ich hab hier gewohnt. Kannst du mir deinen Namen sagen? Ich bin der Mike. Ronald. Hallo Ronald. Wie alt bist du? Ich bin 45. 28. Warst du aber ziemlich jung. Was ist mit dir passiert?
Nein, Drogen. Das tut mir leid. Warum? Hattest du Probleme? Neugierig. Hast du hier allein gelebt? Hier im Haus? Mit vielen. Deine Eltern? Auch. Hattest du eine Freundin? Nein. Kann ich dir helfen, ins Licht zu gehen? Nein. Warum nicht? Wo möchtest du nicht auf die andere Seite? Schützen. Wen? Wen möchtest du schützen? Haus. Das musst du nicht schützen. Hast du immer auf das Haus aufgepasst? Schützen. Das Haus, ja, das weiß ich. Aber war es auch, wo du gelebt hast, deine Aufgabe? Groß geworden. Und du willst jeden vertreiben, der hier im Haus ist? Ja. Aber wir sind nicht deine Feinde. Schützen. Aber wir tun dem Haus nichts. Wir wohnen jetzt auch hier. Schützen.
Du brauchst das Haus nicht mehr zu beschützen. Grüß dich. Wer hat dir die Aufgabe gegeben? Roland, wer hat dir die Aufgabe dazu gegeben? Lukas. Lukas. Wer ist Lukas? Wer ist Lukas? Ein Freund. Was ist Lukas? Meine Kraft. Er tut dir nicht gut. Doch. Wo hast du ihn kennengelernt? War der Vermieter. Okay. Ist der auch hier? Schützen. War das Nachbarhaus hier mit dem Haus verbunden? War eins. Was ist auf dem Dachboden? Nichts. Glaube ich dir nicht. Was ist auf dem Dachboden?
Was ist auf dem Dachboden? Geheimnis. Was für ein Geheimnis? Schützen. Mehr finden wir heute nicht raus. Was ist auf dem Dachboden? Was ist das für ein Geheimnis? Alter, wie ist das schon? Was ist auf dem Dachboden? Geheimnis. Was für ein Geheimnis? Ein Seil. Was für ein Seil? Er hängt. Wer hat sich da erhängt? Der Vermieter? Meine Mutter. Warum hast du dich erhängt? Schützen. Warum hat sich deine Mutter erhängt? War es nach deinem Tod oder vor deinem Tod? Danach. Okay. Ist sie auch noch hier?
Ja. Sind noch mehr hier. Viele. Okay. Sind Kinder auch hier? Nein. Ist hier ein Portal? Viele. Wie können wir euch helfen? Schützen. Warum willst du das Haus schützen? Warum willst du das Haus schützen? Weil es Lukas dir gesagt hat. Weg. Ist Lukas auch noch hier? Ja. Benutzt er dich? Nein. Ist Lukas böse? Immer. Zwingt er dich dazu? Freunde.
bist du mit jemandem zusammen, der böse ist? Kannst du mir die Frage beantworten? Willst du mir die Frage nicht beantworten? Töten. Was? Wen willst du töten? Wen willst du töten? Wen willst du töten? Roland, wen willst du töten? Alles gut? Ein paar Minuten später bin ich hätte abgebrochen. Was? Ein paar Minuten später bin ich hätte abgebrochen. Ich kann mir den Scheiß überhaupt nicht glauben. Er hat gesagt, töten. Hm. Ich kann mir den Scheiß hier überhaupt nicht glauben. Hm. War nicht beantwortet, oder? Was? Hat er nicht mehr, er hat nicht mehr geantwortet. Nee. Alter. Nicole hat Kopfschmerzen. Nicht Beinschmerzen. Ich hab ihn Kopf gesehen. Okay, er hat auf der linken Seite wirklich ein. Na gut, das könnte auch immer im Kampf liegen. Mhm. Oh ja. Trink was. Was habe ich heute mal keinen Nasenbluten gehabt? Ach, komisch. Das ist auch mal schon was. Hm. Scheinbar komme ich mit den Frequenzen jetzt klar. Ja. Zwei Minuten später hätte ich abgebrochen. Weil er zuletzt sagte, töten. Und ich wollte wissen, wen er töten will. Mhm. Hat er nicht beantwortet. Ich wollte noch zwei Minuten abwarten, dann hätte ich dir, dich geweckt. Also aus der Trance. Ich dachte nur gerade, ich komme nicht raus aus der Trance. Also
das war noch heftiger als im Gold. Oh, mir kann Nasenbluten. Jetzt hast du Nasenbluten, oder was? Musst du alles nachmachen? Gut, tschüss, Christine. Geht's dir gut? Einmal so lala. Bei mir tut der Nacken weh. Oh, Ghostkontakt, dann passt aber gut auf. Steht mir morgen auch bevor. Will das auch morgen machen. Berichte uns mal, was du empfunden hast. Dann. Ja. Berichte mir das mal, das würde mich interessieren. Oh, Ghostkontakt, Team Ghostkontakt. Ja, wir sind ja mit dir befreundet. Mhm. Berichte mir das mal, Bro. Wäre es möglich, nochmals Kontakt zu ihm aufzunehmen? Jetzt nicht mehr. Jetzt gerade nicht mehr. Einmal reicht. Weißt du, du kommst auch an die Grenzen, wenn du diese Frequenzen drin hast, weil das ist ja wie so ein Radioscanner, der verschiedene Frequenzen wirklich nur am Suchen ist, wie bescheuert. Ja, im Nachbarhaus. Oder jemand erhängt. Ja. Seine Mutter, wie das jetzt rauskam. Weil er hat Drogen genommen, ist daran gestorben. Und seine Mutter hat sich danach, dann war der Seele vom Dachbauhaus. Hier von der anderen Seite, hinter der Mauerwand. Der Dachboden ist da, wo das Büro ist. Bei denen. Die Bluetooth-Box hat sich abgeschaltet, hat mich auch erschrocken. Ich auch. Das ist auch mal laut. Unterbewusstsein mitgekriegt. Ja. Bin richtig zusammengeschrocken, ey. Nee, hier nicht. Der Dachboden ist so klein, da kann sich keiner hängen. Hier nicht, aber hier muss auch irgendwas sein, weil sie den versiegelt haben. Er sagte nur Geheimnisse. Ja. Genau. Ja, vielleicht ist es ja ein Übergang von dem Dachboden zu dem Dachboden da hinten. Könnte sein, würde ich auch mal. Das ist Deckling zugemacht, ja. Merkwürdig. Kam mit einmal. Bei Mirek. Mit den Nasenbluten. Vielleicht hätte er das Nasenbluten abgekriegt, was ich sonst kriege. Ja, wir können die nicht auch machen, weil wir das hier zur Miete sind. Und wenn wir den aufbrechen, dann kriegen wir noch mehr Theater als vorher. Ja. Und der Vermieter ist sowieso, naja. Nee, der druckst nur rum. Ja. Er sagt, er ist nur versiegelt worden. Und der redet nicht mit uns darüber. Jedes Mal lenkt er ab. Der weiß, was da drüben passiert ist. Deswegen ist das nicht normal. Könnte mir aber auch erklären, warum der andere das Haus noch dazu kaufen will. Ja. Oder vielmehr, ja, dieses Haus dazu kaufen will. Also Nicole sagte, da müsste noch oben alles stehen, Stuhl und Seil. Auf der einen Seite ja, aber neulich waren die Handwerker in dem anderen Haus, weil die das jetzt gerade herrichten für einen Verkauf. Also steht jetzt ein Verkauf. 90.000. 90.000 für ein Lost Place? Wer möchte 90.000 für ein Lost Place? Mit echten Seelen, die da oben abhängen? Das Ding ist komisch. Definitiv. So, wenn wir mal langsam Schluss machen. Ja, wir sind morgen Abend wieder da. Ja. Und morgen Mittag sind wir, sind Mike und ich live mit Runen und Kartenlegen. Da könnt ihr auch gerne dazukommen, wenn ihr wollt. Okay, Silvi. Sie sagt, wenn die Lottozahl stimmt, dann kauft sie das Haus. Okay. Bis morgen, machen wir. Wir ruhen uns jetzt erstmal aus. Bis morgen, schlaft alle gut und danke, dass ihr da wart und danke für die Geschenke.
Glaube ich dir, Mirek, dass du viel Flüstern drauf hattest. Aber ich habe da auch einiges mitgekriegt. So, und danke für die ganzen Geschenke. Und wir sehen uns dann morgen, 20.45 Uhr. Nacht. Tschüss. Machen wir.